Ein 69-jähriger Mann ist am Montagmittag von der Feuerwehr tot in seiner Wohnung am Feuerbachplatz in Bebra entdeckt worden. Der Mann starb wahrscheinlich an einer Kohlenmonoxidvergiftung. Die Nachbarn hatten die Feuerwehr alarmiert wegen starken Brandgeruchs im Treppenhaus. Die Polizei geht davon aus, dass der Mann in seinem Wohnzimmer Kerzen hatte brennen lassen und eingeschlafen war. Es sei ein Schwelbrand entstanden, der aufgrund von Sauerstoffmangel durch verschlossene Fenster und Türen von selbst ausging.